So, weiter geht's heute mit der letzten, beziehungsweise letzten slash nächsten Evilist-Folge. Ich schätze mal, es ist jetzt halt einfach der letzte Tag, den farmen wird. Wann wird das reset? 0 Uhr oder 2 Uhr? Ich hoffe, es ist 2 Uhr. Naja, okay. Genau, wir probieren es einfach jetzt nochmal. Also momentan lief es ja ganz gut. Ich habe auch gesehen, für die Collector... Wo sind unsere Dinger? Hier die Dinger. Für die Collector Lucky Boxen gibt es auch ja, diese Collector Shards. Und die kann man umwandeln zu Power-Ups, was ziemlich cool ist. Und ja, genau. Was kann man jetzt raus? Immer auf einer Weise Makarons, okay. Und noch anderes Zeug. Naja, gut, okay. Also, Party wäre noch ganz nützlich, genau. So, keiner drin. Keiner drin. Perfekt, okay. Einmal das Ding hier raus. Dann aktivieren wir am besten noch das Ding hier. Ja, genau, einfach. Einfach rein damit, das passt schon. Was haben wir noch alles? Star Candies, 100 Stück, okay. Genau, das Ding kann man aktivieren. Und auch noch das Attack-Ding kann man auch. Habe ich alles. Ja, also man kriegt es, ist jetzt nicht billig. Ach, jetzt habe ich einen Upcut vergessen. Fuck, nicht schon wieder. Naja, man kriegt es auf alle Fälle. Es ist okay, es ist erreichbar. Es ist nicht ultra billig, aber es ist okay, man kann es sich leisten. Genau, einen T habe ich noch hier zum Aktivieren und ein A. Was habe ich gerade aktiviert? Okay, habe ich aktiviert. Das Ding kann man noch aktivieren. Ja, das Ding von mir aus auch noch. Und braucht man nicht. Okay. Ja, passt. Genau. Ich würde mal sagen, jetzt sind wir zwar immer noch kein Upcut und so, klar, aber wir sind fast genauso gut. Crit-Rate ist kaum einiges besser als sonst. Von dem her, das passt. Genau, nächsten Run machen wir dann eben mit Upcut. Und dann sollte das Ganze, glaube ich, relativ gut gehen, relativ schnell gehen. Und ja, genau. Ja, die Ballons und so sind natürlich schon sehr cool. Problem ist allerdings, wenn wir das Ding jetzt aktivieren, kann ich hier nicht mit saugen gehen. Das wäre halt einfach unverantwortlich. Deswegen, ja. Keine gute Idee, glaube ich. Not really. Okay. Jetzt muss ich ganz kurz schnell die Nase putzen. So, okay. Genau. Also ich versuche jetzt heute noch die 5 Runs zu machen. Wir haben aktuell 0.28 Uhr. Also ja, es sollte jetzt auch nicht so lange dauern. Ein Run dauert ungefähr 10 Minuten. Will ich hier noch 50 Minuten heute drin Fly verbringen? Weiß ich noch nicht. Ich wollte eigentlich heute noch was, irgend ein bisschen was Produktives machen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man den ganzen Tag nichts geschafft hat, dann will man halt, also bei mir ist zumindest so, dann will ich halt immer irgendwas, halt noch so ein Stück was Produktives machen, einfach so fürs Gewissen irgendwie. Und naja, geht mir zumindest immer so. Ja, ich werde relativ lange unterwegs und so, deswegen, ja. Nee, also Plan für heute ist auf alle Fälle, Knuckle droppen, Schild droppen, dann bin ich happy, dann wird mich dieser Dungeon nie wieder sehen. Ich weiß übrigens nicht, ob man hier noch als Master rein kann. Ich schätze mal nicht, oder? Ha. Gute Frage eigentlich, oder? Also normalerweise nicht. Hä? Warum ist hier ein Spieler? What the fuck? Warum? Warum? Warum kommt man... Och, man checkt doch, ob man... Man kann doch auch einfach fragen. Och, es kotzt mich an. Tree. Okay, gut. FR, steht FR für Frankreich? Wait, warte mal. Ich bin so verwirrt. Wait, wir haben noch... Ich dachte mir, das ist Solo-Mode?
Kann man das hier irgendwo einstellen? Ich bin verwirrt. Hä, lol, dass einfach jemand da reinschuddeln kann. What? Also, ja, ja, schon. Simple Party Display. Also, ich dachte, ich muss jetzt irgendwas Besonderes machen, damit halt jemand reinschuddeln kann. Jetzt kriege ich schon wieder einen Tiger. Nee, das gibt's doch gar nicht, oder? Okay, ja, nee, also ich bin gerade auf vielen Ebenen gerade verwirrt. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich überhaupt nicht. Ich müsste mir vielleicht auch nochmal durchlesen. Also hier den Guide und so weiter. Den habe ich halt jetzt eventuell noch immer nicht gelesen. Eventuell. Naja. Soll ich mal machen, werde ich mal machen. Genau. 99% Attack Speed. Naja. Ich weiß gerade nicht, ob ich mit der dann oder mit dem dann trotzdem weiterfarmen soll. Ich habe immer Schiss, einfach gescampt zu werden. Bitte scamme ich einfach nicht. Ich habe kein Problem mit anderen Leuten zu farmen. Aber. Naja. Ich weiß halt nicht, gescampt zu werden, einfach. Wisst ihr, das ist das Problem. Ja, ich meine, zu zweit geht es natürlich schon schnell. Also. Kann man nichts sagen. Oh, ein Knuckle Drop. Holy shit. Ja, also ich bin mal gespannt, wie es läuft. Ja, ich finde es halt uncool, dass man einfach reinscheunt. Also, ich weiß nicht. Also ich mache es halt nicht. Einfach halt aus Respekt vor anderen so irgendwie. Ich meine, wenn es halt ein vernünftiger Spieler ist, der halt einfach nicht aufs Grief oder aufs Drops klauen aus ist. Ja, gut, ich meine, er hat kein Pet draußen. Also ich vermute mal, dass es nicht so typisch ist. Aber, ja. Ich behaupte es einfach mal, vielleicht ist er nett. Ich nehme auch ein Pad rein. So. Ja, brauche ich nicht, keine Ahnung, wofür. Weiß nicht, was ich schreiben will. Wenn schon, wär's blöd. Ich kann noch einen Ringmaster hier ranholen. Hat er Buffs? Er hat keine Buffs. Ich weiß nicht, wofür er farmt. Ja, wir werden es vielleicht rausfinden oder auch nicht, je nachdem. So, kommt er wieder mit rein oder nicht? Mal schauen. Er kommt mit rein, okay. Ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich meine, es scheint ein okayer Spiel zu sein. Scheint ganz nett. Von dem her kein Problem damit. Nur ist ja oft, dass es leider einfach so, dass es halt nicht so ist. Aber. Ja, ich meine, er ist auch eine andere Klasse. Von dem her könnte es ja kaum besser laufen. Also. Ach, ich habe meinen Upcut wieder vergessen. Shit. Der hat mich jetzt komplett aus dem Konzept gebracht. Nee, ich meine, ist eine andere Klasse dann so, klar, ich meine, das Schild ist halt schon so ein bisschen Konfliktpotenzial da. Aber ja, ich habe es ihm gesagt und ich meine, er kann One Time, kam als zweites rein. Ja, sonst muss er einfach als zweites ein Schild nehmen oder so, keine Ahnung. Aber gut, immerhin, positiv. Ich muss halt keine 50 Minuten mehr diesen Dungeon machen. Und das ist doch eigentlich schon mal, hat doch auch was, oder? Ja. Alter, jetzt geht's aber schnell, das Ding. Holy shit. Jetzt geht das Ding aber runter wie nichts. Wie nichts. Der macht 23k Bombs. Not bad.
Muss man halt auch erstmal schaffen. Okay, mein Pad, lol. Naja. Dass ich kein Upgrade dabei habe, stört mich gerade irgendwie schon so ein bisschen. Ist einfach der verschenkte Damage. Ich meine, gut, die 20% mehr Damage, die relativieren sich natürlich jetzt aktuell. Aber trotzdem ist es natürlich ein bisschen blöd. Ja, das Pet kriegt 1%, also das Ei kriegt 1% pro Mob. Was hat der gerade aktiviert? All Stats 25? 37% Crit-Rate. Ja, jetzt geht's noch ein bisschen schneller. Ja, mal rein damit. 15% XP. Collecting Speed, sehr nützlich aktuell. Pet Experience nimmt man mit. Item Drop Rate und... War gerade noch irgendwas, oder? Nee. Ja, Item Drop Rate, XP und so. Ist ganz nett eigentlich. So, 3%, 1% weg damit, nice. Ja, so läuft das, das ist wirklich super. Genau, wir kriegen auch wieder viel zum Scrappen und so weiter, ist auch super. Ja, ideal. Mit den ganzen Buffs und so weiter, ich meine, der kommt nicht mehr mit dem Laufen hinterher und wir killen hier einfach schon mal ganzen Rest irgendwie. Er fokust auch schön die Mobs in der richtigen Reihenfolge und so. Er nimmt einfach die mit, die ich nicht fokussiere. Ich finde die immer ganz wichtig. Können halt viele einfach nicht. Und da rennen irgendwie drei Leute auf das gleiche Mob drauf. Und einer macht nur Schaden. Und danach ist er einfach schon down. Shooter, holy shit. Das ist ja übel. Das ist echt krass. 16%, 14, 13, 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, tot. Nice. Aber die große Frage ist natürlich jetzt auch gerade, sind wir jetzt in welchem Modus sind wir? Sind wir jetzt wirklich im Solo-Mode oder also muss es eigentlich Team-Mode sein, oder? Kapiere ich jetzt nicht. Also ich schätze mal, es ist Team-Mode, ja. Muss eigentlich fast Team-Mode sein. Wie bist du jetzt anders? Also hier brauche ich weniger HP angeblich. 18k. Oh Gott. So, okay. Ich lebe noch. Ja. 50%. Also ich glaube, macht auch weniger Damage. 4k. Wobei haben wir aktuell mehr Death vielleicht durch die ganzen Buffs und Power-Ups. Ja, ein bisschen mehr Death. Okay, schwer zu sagen. Aber der macht jetzt auch nicht so viel Schaden irgendwie, oder? 14k AOE, auch nicht. Was ist denn eigentlich der für ein Schild hier? Kann man das sehen? Leider nicht. So, Pad weg. Schade, leider nichts. Ach, Upcut. So,
aus. Ups, hoppla. Das war jetzt nicht geplant, aber ja. 4,1k Attack, ja. Lange Ladezeiten. Also mit schlechten PC scheinbar. Okay. Ja, also ich glaube mal, so kann man schon mitarbeiten. So läuft das Ganze schon einigermaßen gut. Ich meine, wir haben jetzt hier allein 15 All-Stats. Wir haben so viele All-Stats. Nee. Und 20 All-Stats insgesamt. 45 All-Stats. 55 All-Stats. Was hier nochmal? Okay, dann war es 60 All-Stats. Vielleicht sogar ein bisschen mehr als das. Das ist natürlich schon krass. Genau, hier gibt es auch noch All-Stats, irgendwie 10 und so weiter. Also so Stats und so haben wirklich halt echt eine ganze Menge. Wir haben jetzt... Ah ja, warte mal. Nee, okay. 170. Wir haben mindestens 170 von jedem Stat. Das ist halt schon übel einfach. Also, das ist halt... Ja, das ist halt schon heftig. Und Thunderbolt jetzt auch nicht so wirklich jeder, glaube ich. Also, das heißt, ich meine, hier hat es wahrscheinlich halt jeder. Auf den meisten Servern ist es halt eigentlich so, dass man relativ lang mit relativ wenigen Stats rumgräbst. Das ist halt hier schon ein bisschen, ja, ein bisschen angenehmer gewissermaßen. Dann kriegst du einfach auch dann die Attack Speed, wenn man halt nicht per Default 100% hat. Ganz gut zusammen, die Crit-Rate hast ein bisschen mehr und so. Also 37% ist natürlich jetzt schon eine ganze Menge, ist nicht nur ein bisschen mehr. Und ja. Ist nicht schlecht. Ja. Schaden ganz gut. Wo ist das denn? Warte. Ja, 68%. Ja, das läuft halt. Das ist irre. Das ist halt wirklich irre. Das ist zu krass. Genau. Falls ihr euch fragt, warum ab und zu kleine Städte drin sind, ist es einfach nur so ein bisschen Prophylaxe für, Bluescreens. Ich weiß also nicht, woher die kommen. Ich weiß nicht, woher die stammen. Ich weiß nicht, wann die kommen und ob sie kommen. Also ich weiß, dass sie kommen. In der Regel kommen sie immer wieder. Und ich habe halt keine Lust, dass ich halt dann wieder den ganzen Fortschritt verliere. Also, das heißt Fortschritt halt, die ganzen das Videomaterial verliere. Das wäre halt echt uncool. So, ich kann auch mal das Zeug sammeln. So. Einmal alles mitnehmen. Und raus mit den Viecher. Perfekt. Und mal schön optimieren. So muss das. Genau so, nicht anders. Prozent, Alter. Also jetzt, glaube ich, sind wir schon wirklich an einem Punkt, wo es echt gut vorangeht. Ich meine, das wäre halt einfach cool, wenn man das mit, also wenn man halt so, ja, mit ein, zwei coolen Leuten halt einfach alles farmen könnte. Das wäre schon cool. Okay. Ja, aber ich denke mal, ich werde es nach der Folge dann beenden, auch wenn ich noch einen Run machen könnte. Einfach aus dem Grund, weil ich wirklich saumüde bin. Ich war heute den ganzen Tag unterwegs. Und, vielleicht kennt ihr das so, wenn ihr einfach müde seid und gar nicht mehr reden wollt. Und ihr merkt dann plötzlich so, ihr wollt eigentlich gar nicht mehr reden. Und ihr hört irgendwie auf und merkt dann so, ach ja, ich wollte gerade reden. Ich wollte irgendwas sagen. Und ich muss irgendwas sagen, weil es halt zufälligerweise ein Let's Play ist. Und, ja, das ist so der Punkt, wo man dann vielleicht ja, aufhören sollte, vielleicht, maybe. Genau. Prozent, ja, das ist halt irre.
Aber ist angenehm. So geht's. 33%. Ich muss ja nicht mal fooden oder sonst irgendwas. Das ist halt wirklich angenehm. Also diese Glühwe hier, die ist halt wirklich Gold wert. Die ist Gold und Pina wert. Macht schon ein bisschen mehr Schaden am Schluss. Ich könnte natürlich auch als Tank spielen und ich nehme halt irgendeinen Damage-Dealer damit. Oh fuck. Klaus. Und wieder nichts. Nice. Ich bin noch gefreezed. Geroutet meine ich. Hoppla. Ja, naja. Danke fürs Zuschauen. Ich mache noch einen Run und bis zum nächsten Mal.